Der steht da noch rum. Ich brauche jetzt dein Auto. Können wir uns noch mal unterhalten? Naturalmente, querida. Was ist jetzt mit dem Wagen? Ich habe gewartet, aber Sie sind nicht gekommen. Querida, Sie haben das ernst gemeint? Natürlich. Das tut mir leid, aber das kann ich nicht machen. Ich gehe jetzt lieber. Aprobado, querida. Aber ich hoffe, du kommst bald wieder. Ah, super. Toll. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zum Hotel. Gucken mal, was hier so los ist. Das war sicher hübsch, als es noch funktioniert hat. Aber jetzt ist es leer. Das einzige Wasser kommt aus dem kleinen Trinkbrunnen daneben. Ja, aber Wasser brauchen wir ja wohl nicht, oder? Das Wasser ist recht sauber. Ich habe keinen Durst. Außerdem möchte ich nicht wissen, wie sauber dieses Wasser tatsächlich ist. Gut, gehen wir mal da rein. Ich muss erst den Widerstand finden und Richard aus dem Gefängnis holen. Och nee. Ja, super, toll. Zigarrenfabrik. Nochmal gucken. Wieder irgendwie einen Fluchtwagen kriegen. Kann ich Sie noch mal stören? Ich habe ein Problem. Ich wollte mir das Auto des Taxifahrers borgen, aber er hat mich versetzt. Dem Kerl kann man nicht trauen. Aber ich kann ihm auf die Sprünge helfen. Wie denn das? Okay. Geben Sie mir die Zulassungsnummer des Taxis, dann schalte ich es von hier ab. Das müsste ihn eigentlich überzeugen. Okay, ich besorge Ihnen die Nummer. Also los, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich drücke Ihnen die Daumen. Gut, jetzt brauche ich die Nummer. Gehen wir uns die doch holen. Gehen wir mal gucken. Da zum Flughafen. Wo steht da die Nummer am Taxi? Nummernschild. Das ist gut. Ja, genau. G17007A. Gut. G17007A. Kann ich Sie noch mal stören? Also los, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich drücke Ihnen die Daumen. Das ist nicht Ihr Ernst. Och Mann, sag mal. Die konnte man doch lesen. Was soll denn das? Das braucht bestimmt irgendwie einen Lappen oder irgendwas. Den ich da mit Sicherheit irgendwo nass machen muss. Hat der da irgendwas noch liegen gehabt, was ich mitnehmen konnte? Nee. Sieht nicht so aus. Nee. Gehen wir mal wieder da raus. Ja, gehen wir erstmal zum Hotel. Gucken mal, was hier so rumliegt, ob wir da irgendwas finden. Wasserspiel. Da geht sie nicht rein. Das hatten wir ja schon. Ich muss erst den Widerstand finden und Richard aus dem Gefängnis holen. Das, ja, nee, das funktioniert so nicht. Ich habe keinen Durst. Nee, das wissen wir. Brauchen wir irgendwas wahrscheinlich, um dieses Nummernschild sauber zu machen? Taxifahrer nochmal ansprechen. Das Nummernschild habe ich mir ja nun angeguckt gehabt. Alte Werbung.
Neonschild. Können wir uns noch mal unterhalten? Naturalmente, querida. Ich gehe jetzt lieber. Gut, das hat keinen Sinn. Querida. Aber ich hoffe, du kommst bald wieder. Gucken wir uns das nochmal an. Keine Chance. Das Nummernschild ist zu verdreckt. Ach, keine Chance. Gut, okay. Also die will das tatsächlich sauber machen. Oh, hier sind Sträucher. Ah ja. Sträucher am Straßenrand. Na, wohl eher eine Müllhalde. Da liegt ein Lumpen. Könnte noch nützlich sein. Gut, dann gehen wir jetzt aber und machen den nass. So. Dann mal gucken, ob das was bringt. Der Lumpen hat mehr Wasser aufgesaugt, als ich dachte. Ja, ist doch wunderbar. Dann gehen wir jetzt wieder zum Flughafen. Nummernschild. Na hopp. So. Keine Chance. Inventar irgendwie? Nein? Was soll denn der Mist? Gut, dann machen wir das halt so. Das Nummernschild ist sauber. Ja, sag ich doch. Okay, die Nummer ist G17007A. Hoffentlich ist das die richtige. Soweit war ich eben auch schon, ohne Lappen. So, dann gehen wir wieder zur Zigarettenfabrik. So, zum Kommandanten. Kann ich Sie noch mal stören? Die Zulassungsnummer des Taxis ist G17007A. Gut. Warten Sie kurz. Ich schalte den Wagen jetzt aus. Erledigt. Gehen Sie jetzt zu ihm. Er dürfte ziemlich überrascht sein. Okay. Also los. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ja, vielen Dank. So, dann gehen wir wieder zum Taxifahrer und gucken mal, ob er denn wirklich verdutzt ist. Hey, sieh mal einer an. Was ist denn mit Ihrem Auto passiert? Eu não sei, não penduro todo. Ich wollte gerade losfahren, aber dann ist die Kiste plötzlich stehen geblieben. Ja, das kommt schon mal vor, wenn man nicht zu seinem Wort steht. Was? Das waren Sie? Nein, das nicht. Ich krieg es wieder zum Laufen. Wirklich? Dann tun Sie es bitte. Und unser Deal? Approvado, querida. Warten Sie dort. Ich bringe den Wagen vorbei. So gefällt mir das. Okay, warten Sie kurz. Jetzt muss ich bestimmt wieder zurück. Und dem sagen, mach Auto wieder an. Kann ich Sie noch mal stören? Ich hoffe. So. Das war eine grandiose Idee. Als seinem Taxi der Saft abgeschaltet wurde, war er plötzlich richtig zutraulich. Ich denke, diesmal hält er sein Versprechen. Gut, dann reaktiviere ich jetzt das Taxi, damit Sie Richard befreien können. Gut. Und wir gehen wieder. So. Taxi ist weg, das sieht doch schon mal gut aus. Der steht da. Sehen Sie? Das war doch gar nicht so schwer, oder? Approvado, querida. Ich hatte keine andere Wahl. Ich bringe den Wagen später zum Taxistand. Ah, gut. Hier sind die Schlüssel. Ja. So. Dann können wir jetzt hoffentlich endlich Richard befreien. Also los. Hoffentlich funktioniert der Virus. Das hoffe ich doch auch. Boah, sieht gut aus. Oficial Valdez, per favor, venga a mi escritorio. Schnell, Richard, wir müssen hier raus. Hm.
Tausend Dank, Andrea, dass Sie mich so schnell rausgeholt haben. Tut mir leid, dass sich dadurch alles verzögert hat. Tja, ich hatte keine andere Wahl. Trotzdem gern geschehen. Außerdem hatte ich Hilfe. Von der hiesigen Widerstandszelle. Wie auch immer, mich beunruhigt etwas ganz anderes. Was zum Teufel macht Andy hier? Wir haben niemanden gesagt, wo wir hinwollen. Aber das habe ich Andrea doch schon erklärt. Sie glaubt mir. Und du solltest mir auch glauben. Das kann ich nicht. Immerhin hast du mit diesem gemeinen Mörder geredet. Was? Wen meinst du damit? Namenlos. Oder willst du mir erzählen, dass dir der Name nichts sagt? Doch, schon. Ich habe ihn in Prag im Knast getroffen. Aber nur ganz kurz. Kurz darauf kam jemand vom Widerstand auf mich zu und gab mir die Chance zu verschwinden. Genau wie dir. Ich glaub dir kein Wort. Namenlos ist ein verdammtes Arschloch, das schon lange hinter mir her ist. Ich weiß, wie er die Menschen manipuliert. Es war sicher ein leichtes für ihn, dich umzudrehen. Was soll das heißen, Namenlos ist schon lange hinter dir her? Ich hab mich nie daran erinnert. Bis gestern Nacht. Namenlos hat meine Familie ermordet. Ich hab nur überlebt, weil ich abgehauen bin. Es war kein Zufall, dass er mich für den Widerstand rekrutiert hat. Ich habe seine Pläne durchkreuzt. Er will sein Werk vollenden. Es war alles von langer Hand vorbereitet. Und die Tatsache, dass Andorra gegen den Staat aufbegehren will, ist reiner Zufall. Es ist nett, dass du mir helfen willst, aber du verschwendest deine Zeit. Und jetzt geh bitte. Richard, du kannst nicht... Nein, ich geh schon. Das führt doch zu nichts. Ich tue zum ersten Mal in meinem Leben das Richtige. Aber wenn Richard es anders sieht, kann ich ihm nicht helfen. Hoffentlich sehen wir uns eines Tages als Freunde wieder. Waren Sie nicht zu hart zu ihm? Andrea, nein. Andy hat mir geholfen und dafür bin ich ihm dankbar. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Namenlos nichts mit all dem zu tun hat. Außerdem ist es besser für Andy. Er ist leicht zu beeinflussen. Er sollte sich lieber raushalten. Okay, es geht mich ja auch nichts an. Tut mir leid wegen Ihrer Familie. Ich wusste nicht, was passiert ist. Das lässt sich nicht mehr ändern. Wir sollten uns auf das Jetzt konzentrieren. Okay, Sie haben recht. Wir müssen zum Hauptquartier des Widerstandes. Dort erfahren wir, wie es weitergeht. Gut. Dann hoffe ich ja mal, dass wir jetzt Input kriegen. Das ist also der berühmte Richard Rocek. Es gibt innerhalb des Widerstandes niemanden, der noch nichts von Ihnen gehört hat. Was? Seit wann bin ich berühmt? Und warum? Das wissen Sie nicht? Wir hätten nie erfahren, dass Andorra etwas plant, wenn Sie uns nicht informiert hätten. Und jetzt wissen wir sogar mehr als der Staat. Außerdem erhalten Sie Ihre Befehle vom gefürchtetsten Agenten des Geheimdienstes und leben noch. Das ist bemerkenswert. Aber ohne Andrea hätte ich das alles nicht geschafft. Nicht so bescheiden, Richard. Er hat völlig recht. Ich habe Ihnen zwar gesagt, was zu tun ist, aber Sie hatten die ganze Arbeit. Okay, danke für die Blumen. Aber sollten wir nicht langsam loslegen, jetzt da wir schon mal hier sind? Natürlich. Also kommen wir zum Thema. Wir wissen, dass Andorra einen Weg gefunden hat, den Staat zu stürzen. Leider wissen wir nicht, wie und wozu sie das Radium brauchen, das sie heimlich in Prag abgebaut haben. Alle Spuren führen zur Andorra-Zentrale. Von dort kamen sämtliche Befehle. Dort finden wir alle Antworten. Dann sollten wir uns dort mal umsehen, oder nicht? So einfach ist das nicht. Die Andorra-Zentrale wird extrem streng bewacht. Da kommt niemand rein. Es muss einen Weg geben. Ja, so, dann fragen wir doch mal. Was fragen wir erstmal? Fangen wir oben an. Was ist das für ein Gebäude, in dem die Andorra-Zentrale untergebracht ist? Es ist das größte Gebäude in ganz Brasilien und der Sitz der gesamten Führungsetage des Unternehmens. Es besteht aus drei Türmen, die im unteren Drittel durch einen Helikopterlandeplatz verbunden sind. Es gibt nur zwei Wege in den Komplex. Den Haupteingang und den Landeplatz. Okay. Diese beiden Möglichkeiten können wir vermutlich vergessen.